Prost Arne. Prost Holger. Herzlich willkommen zu Folge 35. Ah, oh, ist das zuckersüß. Boah, erinnert mich richtig an meinen Besuch in den USA letztes Jahr. Wir trinken hier nämlich original amerikanisches Barks Root Beer. Famous Old Time Root Beer mit 6,33 Milligramm pro 100 Milliliter. Das musste ich von erstmal umrechnen. Koffein wohlgemerkt. Koffein, genau. Das schmeckt, Zucker ist deutlich mehr drin. Das schmeckt wie Zahnarzt. Das schmeckt so ein bisschen wie ein Zahnarzt riecht. Das ist halt Root Beer. Da stehen ganz viele Amerikaner drauf. Ich finde es gar nicht so schlecht. Wir haben schon schlimmere Sachen hier getrunken. Zum Beispiel diese komische Club Mate Weihnachtsedition. Ja, oh, lieber schlimmer. Aber das ist jetzt, das ist auch hier nicht mein Favorit. Also dieses Jahr Root Beer und in den USA gibt es ja massenhaft Fastfood-Läden. Verschiedenste Sorten. Ganz anders als hier. Hier gibt es ja irgendwie nur 5. Und die haben da immer so Automaten, aus denen man sich so Zeug zapfen kann. Das ist alles zuckersüß, hat sehr ungesund wirkende Farben und ja, Root Beer ist halt auch dabei. 160 Kalorien. Aber auch Dr. Pepper. Dr. Pepper finde ich nicht schlecht. Das können wir Dr. Pepper können wir nämlich mal ausprobieren. Aber wir haben sowieso noch genug Geschenke über im Kühlschrank auch mal dran wenden. Genau. Nächste Folge machen wir mal ein Geschenk. Ja. Und warum ich das gekauft habe, ist, weil bei mir unten in meinem Edeka gibt es ein großes Regal mit US-Drinks. Und das hat ja also auch das Pfandsymbol ist aufgeklebt extra. Weil es halt aus den USA importiert wurde und da gibt's halt noch mehr. Da gibt's halt die echte USA Dr. Pepper, die echte USA Cola, die Vanilla Coke, die Cherry Pepsi, glaube ich. Cherry Pepsi? Ja, Pepsi haben wir auch noch nicht getrunken hier. Könnten wir eigentlich mal machen. Können wir auch mal machen. Ja. Haben wir aber auch schon zweimal gesagt oder so. Irgendwann, wenn uns nichts mehr einfällt, dann probieren wir mal Pepsi. Genau. Aber probieren, ich weiß ja, wie sie schmeckt. Ja, ich auch. Wir haben schon ein, zwei tausend Liter davon habe ich schon getrunken. Wir haben Updates. Ja, ich habe mir nämlich letzte Woche mich um Kopf und Kragen geredet und voll Stuss erzählt. Nicht bei allem, aber bei einem Punkt. Nämlich, man kann in der Musik-App auf dem iPhone durchaus Alben wegswipen. Und Interpreten wegswipen. Und Wiedergabelisten habe ich ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert, aber zumindest Alben und Interpreten, da kommt man schon mal ziemlich weit mit, wenn man seine Bibliothek aufräumen will. Genau. Und noch ein weiteres Update habe ich. Und zwar, wir haben ja letzte Woche über dieses gute Video mit Somebody That I Used To Know gesprochen, wo halt diese 5 Leute an einer Gitarre da zusammengesetzt haben. Mhm. Und da gab es jetzt von Neo Paradise, das ist die Sendung im ZDF Neo, da haben ja, die ist eine Fernsehsendung von Joko und Klaas. Okay. Und die haben das gecovert. Und das ist extrem lustig. Das ist extrem furchtbar, wenn man Musik mag. Ja. Also aber ich habe so eine Minute ausgehalten, bis die dann versucht haben, diese hohen Teile des Songs nachzusingen und es ist einfach nur Gekrächze und dann habe ich es ausmachen müssen. Ich fand mir nichts anderes übrig. Ich fand's extrem lustig. Also wer Gesang mag und auch mit Gesang das anfangen kann, der sollte das vielleicht lieber nicht gucken. Wir verlinken das. Genau. Und ich war wieder mal in der Sneak Preview. Nein, doch. Echt? Und ich habe gesehen The Inbetweeners Movie. Das ist Es ist eigentlich ganz schön gewagt, dass das in Deutschland ins Kino kommt. Aber das ist ein Film zu einer britischen Fernsehserie. Zu The Inbetweeners. Naja, das ist in der Sneak Preview, also in der englischen Sneak heißt ja nicht, dass es irgendwann doch, in Deutschland ins Kino kommt. Das kommt in Deutschland ins Kino. Der Film ist schon in England schon auf DVD erhältlich. Okay. Die Serie gab es nicht oder gibt es nicht in Deutschland am Fernsehen, soweit ich weiß. Heißt die Serie auch The Inbetweeners? Ich denke schon, ja. Okay. Wird der Film auch im Deutschen dann so heißen oder heißt er dann die Zwischendrinners? Das weiß ich nicht. Okay. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, der Film ist eher so ein bisschen wie American Pie. Also niveaulos, aber lustig, habe ich so bezeichnet. Okay, alles klar. Kann man sich angucken, aber es gibt auch bessere Filme. Ja. Aber er war lustig. Also du musstest nicht rausgehen. Hattest du schon mal das Gefühl, du müsstest rausgehen? Nee, ne? Nee, es sind ja andere bei den Muppets rausgegangen, ganz viele. Ja. Aber nö. Würdest du das machen bei der Sneak? Also ich finde immer, ich hab jetzt Geld dafür bezahlt, ich gucke mir den Film an. Ich weiß nicht, so wenn hier diese Glitzervampire kommen würden, dann würde ich, glaube ich, gehen. Die muss ich mir nicht angucken. Ja, weiß nicht. Ich habe auch schon mal einen echt schlechten Liebesfilm gesehen in der Sneak. Hab den aber auch durchgeguckt.
weil ich mir dachte, ja, vielleicht lernst du ja irgendwas. Und wenn es nur darüber ist, sich darüber aufzuregen. Wie man schlechte Filme macht. Wie man schlechte Filme macht. Genau. Lass uns aufhören, von schlechten Filmen zu reden, sondern lieber über gute Serien. Genau, wir haben ja den Film über eine Serie. Und jetzt kommt die dritte Staffel einer anderen Serie, die ich sehr gerne gucke. Und die wurde mir auch empfohlen, die Serie. Und jetzt ist nämlich fucking Kenny Powers zurück. Der fängt, glaube ich, im Februar, geht die dritte Staffel los. Fucking Kenny Powers. Fucking Kenny Powers, man! Kennst du nicht? Never ever gehört. Serie Eastbound and Down. Die geht um Kenny Powers. Der ist ein Baseball-Profi nach seinen besten Jahren. Okay. Hofft, dass er nochmal wieder in so ein Major-League-Spiel kommen kann. Mhm. Und ja, ist ja lustig. So ein bisschen Verlierer, aber er selber, er merkt das nicht, dass er selber so ein Verlierer ist. Er nimmt immer Hörbücher auf und will die verkaufen mit so einem alten Kassettenrekorder. Und ist echt lustig, diese Serie. Da gab es jetzt schon zwei Staffeln und jetzt kommt die dritte Staffel bald. Und da freue ich mich drauf. Okay. Ja. Weißt du, wo der Titel herkommt? Eastbound and Down, das klingt jetzt irgendwie, ist das irgendein Sportslang oder so? Was hast du gesagt, was der war für ein Sport? Baseball. Baseball. Ja. Könnte ich mir gut vorstellen, dass es irgendein Sportslang ist, aber mit Baseball kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ich auch nicht. Da gibt es auch wenig Deutsche, glaube ich, die das können. Ich finde Baseball auch relativ langweilig anzugucken. Ja, ich auch. Zu spielen mag es ganz nett sein, aber wenn man sich mal überlegt, so ein Spiel, das kann auch mal 9 Stunden dauern. 9 Stunden? Ja. Boah. Das geht ja ein bisschen. Und ich glaube, für mich wäre das nichts, das anzugucken. Da gucke ich lieber Fußball. Da weiß man, das ist nach 105 Minuten zu Ende. Und dann, ja. Ja, Fußball finde ich aber auch nicht sonderlich spannend. Eigentlich mag ich lieber Sportart gucken, wo relativ schnell irgendwie Punkte oder sowas passiert oder Zeiten. Also momentan läuft im Fernsehen relativ viel Wintersport, das gucke ich eigentlich ganz gerne mit. Fußball, ja, weiß ich nicht. Das scheint mir immer so ein bisschen Glücksspiel zu sein, Fußball. Ich meine, wenn einer 5-0 gewinnt jetzt, dann ist es was anderes. Aber. Oder 5-1, wie der BVB gerade gegen den HSV gewonnen hat. Aber dann ist es halt relativ deutlich, aber wenn so ein Spiel irgendwie in der 89. Minute 1-0 ausgeht, dann weiß ich nicht, finde ich, also wenn das Tor dann in der 89. Minute gespielt wird, ist mir irgendwie zu langweilig. Aber da bin ich auch nicht der richtige Ansprechpartner für. Ja. Also Wintersport gucke ich eigentlich gar nicht. Aber ich find's nett, ich mag halt Schnee und deswegen gucke ich das doch gerne. Ich hasse Schnee. Alleine um Schnee zu sehen und Leute, die sich da quälen, die da Sport machen halt. Ja. Skifliegen finde ich zum Beispiel spannend. Oder Skispringen oder Biathlon oder Formel 1. Formel 1 finde ich auch durchaus interessant. Nee. Egal. Was gibt's noch so für Serien? Dexter zum Beispiel, habe ich neulich die Staffel 5 gesehen. Ich gucke Dexter ja anders als du auf Deutsch. Mhm. Und da ist jetzt die 5. Staffel, habe ich dann halt aufgenommen mit Videorekorder und dann habe ich sie irgendwann am Stück geguckt, weil ich gerne Fernsehserien am Stück gucke, weil gerade wenn es so Dramaserien sind wie Dexter, weil ich dann nicht warten will, wie es weitergeht. Auf VHS? Oder mit so einem digitalen Festplattenrekorder? Nein, selbstverständlich auf VHS. Oh, okay. Welche ist die 5. Staffel? Die 5. Staffel, da geht es um... Sag mir den Bösen. Nein, das kann ich auf keinen Fall machen. Ich kann sagen, er hat eine Komplizin. Die heiße? Ja. Okay, dann weiß ich. Also bei Dexter ist es echt schwierig, darüber zu reden, ohne zu spoilen. Aber ich kann sagen, dass ich die 5. Staffel richtig, richtig spannend fand. Lumen hieß sie, ne? Ja, das dürfen wir auch nicht, also nicht mehr verraten. Aber sie ist heiß. Ja, das macht ja nichts. Also ich fand die 5. Staffel richtig spannend. Viel besser auch als die 4. und die 3. zum Beispiel. Mhm. Und die zweite fand ich einigermaßen gut, aber da war diese furchtbare Frau drin. Weißt du, wie ich meine? Nee. Diese sehr anstrengende aus der Selbsthilfegruppe.
Das ist so lange her, dass ich das geguckt habe. Also die erste Staffel ist total großartig. Wenn ihr Dexter noch nie gesehen habt, dann guckt euch die erste Staffel zumindest mal an. Ja. Und dann guckt einfach weiter, weil dann wollt ihr auch nicht aufhören. Und die fünfte Staffel ist wieder richtig toll. Die würde ich, ja, ich würde sie mit der ersten gleichsetzen. Ich habe heute von jemandem einen Tweet gelesen, die noch nie Breaking Bad gesehen hat oder die gerade angefangen hat. Ich habe auch die ersten anderthalb Staffeln Breaking Bad nur gesehen. Oh, Breaking Bad ist so gut. Ja, ich weiß, ich werde es auch weiter gucken. Aber bei mir ist es ja so, ich gucke Serien immer mit bestimmten Leuten. Mit bestimmten Leuten gucke ich bestimmte Serien und je nachdem, wie oft ich die treffe, gucke ich die Serien dann halt relativ selten. Das könnte ich nicht, ich gucke die einmal alleine. Nö. Weil ich war, egal. Naja, also, ja, Serien. Wenn man zum Beispiel, hat jetzt mit Serien überhaupt nichts zu tun, wenn man mal so Videos auf seinem Mac speichert und die vielleicht konvertieren will in so ein Format, dass die auch mal in iTunes reinpassen. MPV? Genau. MP4, H264 kodiert. Genau. Mit AAC-Hund. Dann kann man sich aus dem Mac App Store, ich glaube es kostet 5 Euro, ich habe es damals kostenlos gekriegt, Ivy runterladen. Und Ivy ist ein Programm, das kann Videos konvertieren. Das macht das ziemlich gut. Und also ich habe natürlich immer nur selbst aufgenommene Home-Videos, aber es könnte theoretisch auch irgendwie von Fernsehserien so rauskriegen, also was das ist, und die dann halt taggen, sodass die ganzen Daten in iTunes dann auch sichtbar sind. Habe ich jetzt gehört, weiß ich auch nichts Genaueres drüber, aber ich habe gehört, es soll ganz gut funktionieren. Es wird ein bisschen langsam, wenn man viele, viele Filme reintut, also bei 150 ungefähr ist Schluss. Mhm. Also, aber wie gesagt, man kann den halt über Batch laufen lassen und dann läuft er auch mal eine Nacht durch und kodiert dann halt. Und er hat halt auch den Vorteil, wenn es MKV, also wenn es schon ein H264 Video ist in dem Container, dann rekodiert er das nicht, sondern er übernimmt das Video. Und macht nur ein anderes Geschenkpapier drum. Genau, macht nur ein anderes Video, anderes Papierpaket drum und dann geht es halt relativ schnell. Was man dabei beachten muss. So eine HD Home Video kann man dann locker mal auch in 2-3 Minuten oder so repacken. Genau, was man dabei beachten muss, ist, dass der Apple TV zwar AC3-Ton wiedergeben kann, und man denkt, oh, da muss ich den Ton ja auch gar nicht mehr umwandeln. Aber das iPhone und das iPad nicht. Da muss man auf jeden Fall AAC-Ton mit drin haben. Aha, interessant. Das ist mir nämlich letztens zum Verhängnis geworden. Okay. Seitdem mache ich den Ton auch wieder ordentlich. Okay. Ja. Nee, habe ich. Also ich gucke das ganz selten auf dem iPhone. Aber ich finde es halt praktisch, das über den Apple TV zu gucken. Ja. Meine Home-Videos. Genau. Was ich auch gerne über ein Apple TV gucke und auch gerne mal über das iPhone, das ist YouTube. Und bei YouTube, da gibt es eine Sendung, die heißt My Drunken Kitchen. Die wird in New York produziert von Hannah Hartow, heißt sie, glaube ich. Die ist auf Twitter. Okay. Ist sehr lustig. Und das Konzept der Sendung ist, sie betrinkt sich und kocht dann. Okay. Und das ist sehr, sehr lustig. Sie betrinkt sich richtig und kocht dann. Also trinkt so eine sie trinkt ein Bier und kocht dabei. Nein, sie trinkt so eine Flasche Wein und kocht dann. Also, okay, das ist jetzt schon ein ziemlich eigenartiges Konzept. Ne, es ist aber ein sehr lustiges Konzept. Da hat sie irgendwann... Wie heißt denn der Spaß? My Drunken Kitchen. Okay. Und dann irgendwie in einer der letzten Folgen hat sie Pizza gemacht. Und zwar relativ so einen Fertigteig genommen und dann so eine Fertigsoße draufgekippt und gemerkt, oh scheiße, das ganze Glas auf diesen einen Pizzateig, das ist ein bisschen viel. Und dann hat sie es in Ausguss gekippt. Und dann hat sie gemerkt, oh, wenn ich den Pizzateig so, also da waren so zwei Pizzateige drin in der Packung, den kann ich auch roh essen. Und dann hat sie das geht ja viel schneller, als zu kochen oder zu backen. Also das ist sehr lustig. Hast du nach Pizzarezept gesucht und das dann gefunden oder wie? Nee, ich hab das abonniert, diesen Kanal, weil die jetzt echt gut ist. Okay, muss ich auch mal gucken. Ja. Das hört sich witzig an. Genau, eine Empfehlung. Und ich möchte ja, ich bin wahrscheinlich in diesem Ende diesen Jahres in New York und irgendwie möchte ich sie noch kennenlernen, also wenigstens ein bisschen, dass sie mir New York von der nicht touristischen Seite zeigt. Und? Aber ich glaube, dazu müssten wir diesen Podcast auf Englisch machen, dann können sie das hören und dann wird es. Why do you think that she would like to know you? I don't know. I don't think that, but I would like to know her.
Well, because very well. Nee, das war britisch, eher. Ja, aber egal. Ja, was soll's. Auf jeden Fall. Mein Englisch ist eh nicht so doll. Meins ist, glaube ich, ganz okay. Ist auch egal. Apropos egal. Egal für die meisten Leute ist auch das Thema, was wir jetzt hier besprechen. Warte mal. Das war eine Überleitung, die war eher so in meinem Stil, in meinem Niveau. Dann mach du noch mal eine in meinem Niveau. Das geht jetzt nicht, weil das ist einfach zu hart, dieser Schnitt, den wir jetzt haben an Themen. Na gut, also ich könnte einen machen. Also hast ja dieses YouTube-Video hast du ja abonniert, ne? Weißt du, was ich abonniert habe? Weil man kann bei iTunes auch abonnieren, dass man immer die Keynote-Videos von Apple kriegt. Ja. Und da ist jetzt in meinem iTunes so ein Keynote-Video rausgefallen. Das schmeckt echt nach Zahnarzt. Glaube ich zumindest, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ja, du meinst, das ist da rausgefallen, das ist bei mir auch rausgefallen. Ja, es ist da rausgefallen und zwar von dem Apple Education Event January 2012. Da haben sich offensichtlich irgendwelche Menschen bei Apple, ich habe es mir nicht angeguckt, in den New York Store gesetzt und gezeigt, hier, wir haben jetzt neue Software für unsere iPads und für unsere Macs. Und zwar wollen wir Schulbücher jetzt umkrempeln. Genau. Und Schulbücher, ja, sind jetzt nicht mehr so unser Thema. Nee, ja. Aber ich habe mir das trotzdem mal angeguckt. Also ich habe mir die Keynote, die geht eine Stunde lang. Hast du die angeguckt? Nein, habe ich mir nicht angeguckt. Also jetzt so tun, als ob ich habe halt so ein bisschen in den Live-Blogs habe ich gelesen und das überflogen und dachte mir, komm, nee, die Keynote musst du vielleicht erstmal nicht sehen. Nee, aber ich habe mir, also es ging um iBooks. Das Programm, die Software, nicht die alten Notebooks. Genau. Das Programm, das halt auf dem iPad und auf dem iPhone drauf ist, oder was man sich drauf machen kann, um halt E-Books zu lesen. Und es wurde halt geupdatet auf iBooks 2 und kann jetzt mit solchen, ich weiß gar nicht, wie sie es nennen, aber halt mit Multimedia-Books, ich weiß auch nicht, wie sie heißen, so Multimedia-Books halt wiedergeben. Und gleichzeitig haben sie dazu ein Authoring-Tool bereitgestellt, kostenlos im Mac App Store, um halt diese Bücher halt herzustellen. Es heißt iBooks Author. Genau. Und damit kann man sich irgendwie in so einer relativ netten Oberfläche so Bücher zusammenklicken muss halt den Text reinwerfen und Videos und Sound und so, was man so hat. Und dann kann man sich das da irgendwie zusammen grafisch darstellen lassen und dann aufs iPad werfen. Genau. Und dann auch irgendwie veröffentlichen. Genau, man kann das dann über den iBook Store veröffentlichen. Das sind dann wieder diese normalen Apple Gebühren, also 30% für Apple, 70% für den Autor, was deutlich besser ist, als wenn du bei einem großen Verlag das veröffentlichen würdest. Dann würdest du wahrscheinlich irgendwie 1-3% bekommen, allerhöchstens. Ja, ich glaube schon. Ja, und du darfst es halt aber auch nur im iTunes Store verkaufen und sonst. Und das heißt, es ist dann nur für Leute erreichbar, quasi, die ein iPad haben, weil es nämlich nicht mehr auf dem iPhone angezeigt werden kann. Genau. Und sie wollen halt damit in den Schulbuchmarkt rein. Das erste Buch, was es kostenlos auch gibt, das heißt Life on Earth. Das habe ich mir anguckt, das ist so ein bisschen Du hast ein iPad, kannst du sagen. Biologie, aber ich habe schon gemerkt, dass, also es läuft auf dem iPad 1. Ja. Aber ist es nicht halt dafür ausgelegt, oder? Ist halt doch ein bisschen langsam. Also. Okay. Nee, aber das sieht sehr gut aus und ich hätte als Schüler hätte sowas gerne gehabt. Und ich auch, aber ich rechne nicht damit, dass es in den Schulen in irgendeines Landes in den nächsten 15 Jahren passieren wird. Ja, ich glaube schon in den USA. Also da sind ja irgendwie die großen Schulbuchvorlage in den USA, die irgendwie 90% der Schulbücher herstellen, die sind alle damit im Boot. Und ich denke, also auf jeden Fall in den privaten Schulen, wo du halt Geld für bezahlst, da wird das sich das relativ schnell durchsetzen. Und wie das dann in den Public oder Community Schools vorangeht, das weiß ich natürlich nicht. Das muss man dann sehen. Weil es kann sich auch nicht jeder so ein iPad leisten. Ja, eben, das ist es halt. Ja, aber ich finde es natürlich. Die Bücher sollen dann halt verkauft werden und ich glaube, Maximalpreis dafür ist $15. Das kann sein, ja. Das weiß ich jetzt nicht. Was schon mal ein ziemlich, also das ist halt ein Kampfpreis gegenüber anderen Schulbüchern, ja, für die man nämlich auch deutlich mehr zahlen kann schon mal. Genau, und Die haben halt als großen Vorteil von diesen Büchern genannt, dass sie halt geupdatet werden können. Wenn da irgendwelche neueren Informationen drin sind, dann können die halt. Musst du nicht deine Ausgabe 2 wegschmeißen und Ausgabe 3 kaufen, sondern. Ja, genau.
wird halt eingedrückt. Und ich glaube, es wird auch relativ viele freie Schulbücher dann geben. Es gibt ja das Problem bei Schulbüchern ist ja, dass es in den Händen von vielen oder von wenigen großen Verlagen ist. Aber es gibt auch relativ viele Leute, die sich halt gut auskennen. Also so ein Mathebuch für die Orientierungsstufe, gibt's das noch? Nee. Oder fürs Gymnasium könnte ich auch schreiben. Ja. Und das Problem ist halt dann in die Schule, dass es akzeptiert wird. Aber wenn sich das mit dem iPad so durchgesetzt hat, dann wäre das vielleicht möglich. Ja, stimmt. Dann kann halt jeder irgendwie ein Schulbuch schreiben. Ja. Ja, und dann müssen die Lehrer halt entscheiden, ob sie das nutzen oder nicht. Genau, beziehungsweise die Kultusminister. Ja, genau. Ja. Das kann durchaus was werden. Es wirkt momentan ein bisschen so, wie damals, als Apple den Musikmarkt umgekrempelt hat durch iTunes und seine da haben sie auch alle gelacht am Anfang. Geschichten. Genau. Aber wenn es sich ähnlich entwickelt, dann sieht es in 5 Jahren schon mal ganz anders aus. Ja. Das kann also durchaus spannend sein für die Zukunft. Mal abwarten. Dann gibt's halt irgendwann keine Bibliotheken mehr. Weil alle Bücher dann nur noch auf dem iPad. Ist blöd eigentlich, ne? Also ich find's halt E-Book-Reader und so finde ich deswegen uninteressant, weil man die Bücher überhaupt nicht verleihen kann. Was kannst du? Also beim Kindle kannst du's digital verleihen. Ja, aber ich glaube nur ein einziges Mal oder so. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist alles sehr unausgereift. Und in den meisten Fällen, also die Bücher, die ich so in der Hand habe, das sind halt meistens irgendwelche Romane, die jemand einmal liest und dann weitergibt. Und das funktioniert halt da überhaupt nicht. Da musst du halt jedes Buch, was du lesen willst, musst du kaufen. Mhm. Aber es gibt, glaube ich, auch Märkte für gebrauchte Computerdateien. Habe ich letztens gesehen. Da ist irgendein Musikverlag gegen angegangen oder möchte dagegen angehen, gegen eine Webseite, die quasi gebrauchte iTunes-Musik verkauft. Okay. Wie genau das vonstatten geht, weiß ich auch nicht und habe ich nur mal so im Vorbeigehen irgendwo gelesen. Aber diese EPUBs, die sind doch DRM-verseucht, oder nicht? Können, müssen nicht. Ach so, okay. Naja, ich beschäftige mich jetzt in naher Zukunft mit echten Büchern. Mit alten Büchern, ne? Mit unter anderem auch mit alten Büchern, aber in den meisten Fällen sind sie tatsächlich relativ neu. Okay. Weil ich nämlich jetzt umgezogen bin, ich wohne jetzt in der Bibliothek. Am Fachbereich Theologie in Hamburg. Da hast du dein Zelt aufgeschlagen? Da habe ich mein Zelt aufgeschlagen und da sitze ich jetzt so ein Jahr lang rum, weil ich mein Examen nämlich wiederhole. Ja, das hattest du, was ich neulich nicht verstanden habe. Angesprochen. Also ich kann ja mal kurz zusammenreißen, mich und darlegen, was zu diesem Examen gehört hat. Nämlich sind es 2 Hausarbeiten, eine davon ist groß und die andere ist nicht so groß. Das heißt, die eine ist eine 2-Monats-Arbeit und die andere für diese ist 2 Wochen, sind 2 Wochen vorgesehen. Und die Examensarbeit, die kann man sich, also da kann man sich das Thema relativ frei selber aussuchen. Es gibt natürlich das Thema wird ja immer noch gestellt. Also ich hatte zum Beispiel das Thema Inception und Hebräerbrief und darin die Wirklichkeit und Wahrnehmung. Die Arbeit habe ich halt geschrieben. Ja, ich bin jetzt halt durchgefallen, deswegen ist die Arbeit jetzt nichts mehr wert und ich darf alles nochmal machen, unter anderem diese Arbeit. Und werde wahrscheinlich wieder jetzt eine Filmanalyse machen können, irgendeiner Art. Das weiß ich noch nicht. Das denkt sich halt mein Prüfer dann aus. Dexter. Übernimm Dexter. Du wolltest doch irgendwas mit Moral machen. Da passt, glaube ich, Dexter. Nee, Dexter wird es nicht werden. Es wird irgendein Film werden. Und ich werde natürlich auch die drei Klausuren nochmal schreiben müssen, die ich geschrieben habe. Und ich werde die mündlichen Prüfungen alle nochmal machen müssen, von denen ich ein paar gemacht habe, bis mir gesagt wurde, nee, jetzt brauchen sie den Rest auch nicht mehr zu machen. Und dieses Mal mache ich es nicht in der Hannoverschen Landeskirche, sondern in der Nordelbischen Landeskirche, die, wenn ich denn dann fertig bin, die Nordkirche ist, weil die sich zusammentut mit der Kirche von Meck-Pomm, glaube ich, und dann halt ein größeres Gebiet umfasst. Mhm. Und um die Landeskirche zu wechseln, muss ich jetzt am Montag, also ich war quasi, wenn ihr diese Folge hört, schon da und muss ich nach Kiel fahren, um mich da vorzustellen, weil das Nordelbische Landeskirchenamt halt in Kiel sitzt. Ist im Grunde gar kein Problem, aber das, was mich daran stört, ist, dass es offenbar in Schleswig-Holstein ein ganz bescheidenes Bahnticketsystem gibt, sodass man nicht wie bei allen anderen Fahrten in Deutschland das Ticket einfach auf der Bahnwebseite kaufen kann für den Tag, sondern man muss offensichtlich an dem Tag an den Schalter gehen und sich ein Ticket kaufen. Nee, du kannst ja so ein Schleswig-Holstein-Ticket kaufen.
genauso wie es Niedersachsen-Ticket gibt, gibt es ein Schleswig-Holstein-Ticket. Und dann gehst du zum Bahnhof, drückst auf am Automaten, holst ein Schleswig-Holstein-Ticket und setzt dich in den Zug und fährst direkt nach Kiel. Das ist klar kein Problem. Also ich habe es halt neulich versucht an so einem Bahnautomaten auch und da habe ich nicht mal hingekriegt, ein Ticket zu kaufen, was für einen anderen Tag als den just an dem Tag. Muss auf irgendwie Sonderangebote, Länder-Tickets, Schleswig-Holstein-Ticket. Oh, interessant. Das also ich weiß nicht, ob das Schleswig-Holstein-Ticket dafür das günstigste ist, aber damit können Sie hin und zurückfahren und das kostet irgendwie 20 Euro oder so. Ja, dann ist es wahrscheinlich das günstigste. Also ich komme halt mit meinem Semesterticket von der Uni Hamburg komme ich halt relativ weit schon. Und muss dann halt den Rest nur noch lösen. Aber dann probiere ich das mal aus. Ja. Aber Bahntickets sind ja offensichtlich sowieso ein Spaß. Genau. Hast du da noch was zu sagen? Ja, ich hatte ja letztens auch ein bisschen abgerantet auf Twitter über ein Bahnticket. Und zwar, ich fahre jetzt demnächst nochmal wo weg und habe mir dann überlegt, statt morgens früh zu fahren, könnte ich eigentlich auch einen Tag vorher abends fahren. Ich hatte mir leider das Ticket schon gekauft für den Vormittag. Und dann bin ich auf die Bahnseite gegangen und habe gesehen, Erstattungsentgelt 15 Euro, mein Bahnticket hat 14 Euro gekostet, also werde ich wahrscheinlich das Maximale, werde ich diese 14 Euro wahrscheinlich wiederbekommen und dann hole ich mir einfach das Neue. Dann habe ich mein Ticket storniert und habe das neue Ticket bestellt, habe meine 14,25 Euro, glaube ich, wieder bezahlt dafür. Und dann bekomme ich eine E-Mail, vielen Dank für Ihre Stornierung von Ihrem ersten Ticket. Da der Ticketpreis unter dem Erstattungsentgelt ist, kriegen sie nichts zurück. Und da habe ich gedacht, warte mal, Erstattungsentgelt hört sich doch so an, als ob ich das Geld erstattet bekomme. Aber nein, das ist eine Strafgebühr, die man bezahlen muss, wenn man sich's anders überlegt. Das heißt, wenn du jetzt ein Ticket für 500 Euro gekauft hättest, was ja bei der Bahn auch locker möglich ist, hättest du 15 Euro weniger wiederbekommen. Genau, hätte ich 485 Euro wiederbekommen. Und jetzt, weil du leider ein Ticket für unter 15 Euro gekauft hast, hast du nichts wiedergekriegt. Genau. Das heißt, die Bahn ist ein Saftladen. Genau, und das haben sie halt echt, ich finde, unglücklich ausgedrückt mit Erstattungsentgelt. Ne? Das ist echt so Erstattungsgebühr. Ja, zum einen das und zum anderen finde ich 15 Euro auch schon echt happig. Ja, wir hätten Stornierungsgebühr schreiben können oder sowas. Ja. Und dafür, dass ich da das alles selber zusammenklicke. Richtig. Das ist ja echt. Finde ich echt voll eine Sauerei. Und dann habe ich fände es okay, wenn sie es prozentual machen würden. Ja. Wenn sie irgendwie sagen, okay, 1% behalten wir, weil blöd und so. Ja, ja, das wäre auch okay gewesen. Aber 15 Euro ist schon echt viel für ein bisschen Computerarbeit. Die haben ja nichts damit zu tun, quasi. Ja, die hatten jetzt was damit zu tun, weil ich denen eine E-Mail geschrieben habe. Ziemlich sauer, weil ich halt auch ziemlich sauer war. Und da, diese Kondition entspricht dem Tarif. Zitiere ich jetzt mal kurz aus der E-Mail. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir in diesem Fall keine Entschädigung anbieten können. Nein, da habe ich kein Verständnis dafür. Also ich habe wirklich storniert, auch nicht. Nee, direkt danach auch nicht. Nochmal bestellt. Ja. Und bin ich echt sauer. Scheiß Bahn. Ich habe jetzt auch, wo die Bahn aber sehr gut war, ist, ich habe so eine Probebahncard, aber da ich wirklich wenig mit der Bahn fahre, lohnt sich das eigentlich nicht. Mhm. Deswegen habe ich diese Probebahncard storniert. Oder abbestellt, das Abo gekündigt. Und dann habe ich auf einmal eine neue Bahncard im Briefkasten gehabt. Okay. Und dann habe ich da angerufen, dann meinte der Mann an der Hotline, ja, nee, die Kündigung ist nicht eingegangen, aber schicken Sie die einfach nochmal raus und dann machen wir das schon irgendwie. Und dann habe ich die, habe ich halt nochmal gekündigt, per Einschreiben und habe gleich die neue Bahncard, die sie mir zugeschickt haben, gleich mitgeschickt. Ja. Dann 2 Tage später kam die Rechnung für die neue Bahncard. Ja. Dann 3 Tage später kam ein Brief, okay, wir haben sie doch gekündigt und die können die Rechnung in Reißwolf schmeißen. Okay. Also das war ganz okay. Ich finde das ja furchtbar eigentlich, dass das Bahncard-System ein Abo-Modell ist, was man kündigen muss und sonst läuft es einfach weiter, bis man stirbt und auch wahrscheinlich darüber hinaus. Finde ich total unmöglich. Ja. Ein paar Bekannte von mir, die haben diese Bahncard 100. Das ist wiederum sehr praktisch. Wenn du dich einfach in den Zug reinsetzen kannst, einfach fahren kannst. Ja, das glaube ich. Aber die machen das, sind halt auch Pendler und die kriegen Zuschuss von der Firma. Und dadurch geht das, die sind ja sonst relativ teuer. 3.000 Euro oder so? Ja, irgendwie sowas oder 4.000 Euro. Ich glaube, zweite Klasse glaube ich 3.000 und an die erste 5 oder so. Aber wenn man viel Bahn fährt, lohnt sich das sicherlich. Aber klar, ja, wenn man irgendwie jeden Tag von Hamburg nach Berlin pendelt. Ja, aber da würde ich glaube ich auch lieber mit dem Auto fahren. Da würde ich
weil ich würde lieber in Hamburg bleiben. Jedes Mal, wenn ich genau. Es gibt ja es gibt so eine Band, die heißt Kraftklub, die hat jetzt gerade ihr Album rausgebracht. Da ist ein Song drauf, der heißt "Ich will nicht nach Berlin". Oh, sehr empfehlenswert. genau. So, aber der beste Grund für ein eigenes Auto ist immer die Deutsche Bahn. Ja, allerdings. Weil, also ich bin selten zufrieden, wenn ich mit der Bahn fahre. Ich auch, zumal die auch fast immer Verspätung haben. Das ist total furchtbar, als ich ja, oder einmal das, oder sie ist überfüllt. Ja, das auch. Oder dann gehen die Türen nicht auf, weil sie eingefroren sind, weil ja in Deutschland auch mal Winter ist. Ja. Oder es gehen die Klimaanlagen nicht, weil in Deutschland auch mal Sommer ist. Das ist. Ja. Naja. Na gut, ich finde, wir haben uns genug aufgeregt diese Woche. Mhm. Aber das Zeug, das schmeckt echt wie Zahnarzt. Offenbar hatten wir uns doch noch nicht genug ausgerichtet. Genau. Aber jetzt. Jetzt aber. Auf Wiedersehen nächste Woche. Hören wir uns auch wieder. Ja. Mit einem Geschenk. Getränk. Geschenkgetränk. Bis dann. Bis dann. Ciao. Dirty Minutes Left.